Servus Leute, ich begrüße euch zu einem neuen Video und ich habe ja jetzt letztens erst meine schönsten und meine unschönsten Buchcover gezeigt und dann bin ich so ganz spontan mal durch Amazon gegangen, habe mir für meine Neuerscheinungen so Bücher rausgesucht und da bin ich über ein Buch gestolpert, bei dem ich den Titel so genial fand. Und dadurch kam meine Idee zu diesem Video. Und zwar möchte ich euch heute meine unpassendsten oder unkreativsten Buchtitel aus meinem Bücherregal zeigen. Und das sind 9 Bücher, die ich euch jetzt zeigen möchte, bei denen ich finde, dass die Titel nicht ganz so zu dem Buch passen oder total unkreativ sind. Und ich möchte eins vorwegnehmen, ist meine eigene Meinung. Ich beurteile die Bücher nicht deswegen nach dem Titel oder sonst was. Ich werde alle Bücher davon auf jeden Fall lesen. Und der Titel sagt auch nicht unbedingt etwas über das Buch aus, wie es dann ist. Aber ich möchte einfach mal so meine Meinung zu den Buchtiteln äußern. Also es ist meine eigene Meinung. Ich will die Bücher auf keinen Fall schlecht machen deswegen, nur weil mir jetzt der Titel nicht ganz so gut gefällt. Das mal vorweg. Und ich fange noch ohne weiteres an, weil es sind 9 Bücher, wie gesagt. Und das erste Buch ist schon sehr lange auf meinem Sub. Kann sein, dass der Titel vielleicht zum Buch passt, was ich eher nicht glaube. Aber es dreht sich um Zerrissen von Shane Garrike. Und ja, der Titel halt Zerrissen. Ist jetzt nichts Besonderes, muss ich ehrlich sagen. Gut, mit dem Cover passt es jetzt, mit dem Bild passt es gut zusammen. Aber irgendwie weiß ich nicht, was ich davon halten soll. Aber es geht ja, wie gesagt, eigentlich auch um die Geschichte, nicht um das Buch, um den Buchtitel. Deswegen lasse ich mich überraschen, wie das Buch ist. Dann ein Buch, bei dem mir das Cover richtig gut gefällt, aber irgendwie der Titel total nichtssagend ist, nämlich Krank von J.A. Curley. Ich finde das Cover mit der Kastanie so genial, das gefällt mir so gut. Die Farben auch, aber der Titel Krank ist jetzt nicht wirklich so vielsagend. Man könnte sich vielleicht denken, dass es um einen Serienkiller geht, bei dem der etwas krank ist oder so, aber mehr auch nicht. Man kann sich eigentlich kein Bild drauf machen. Das ist von einem sehr bekannten Autor eigentlich, den die meisten bestimmt kennen. Es ist der Sohn eines bekannten, sehr bekannten Autors. Und zwar der Sohn von Stephen King, Joe Hill, mit Blind. Kann man aus diesem Titel schließen, dass es in dieser Geschichte um irgendeinen Typen geht, der einen Geist beschworen hat? Würde ich mal nicht sagen. Deswegen finde ich Blind irgendwie total wirsch, den Titel. Aber ich finde das Cover schön. Und der Titel ist jetzt nicht schlecht oder so. Ich will es ja auch nicht schlecht machen, habe ich gesagt. Aber irgendwie finde ich es total wirsch. Dann ein Buch, wo der Titel bestimmt zur Geschichte passt, aber ich den Titel total unkreativ finde. Die 52 von Mario Reading. Die 52. Ich finde das total öde, total langweilig irgendwie, nur die 52. Aber es hat einen bestimmten Grund, warum das Buch die 52 heißt. Ich verlinke euch alle Bücher natürlich in der Infobox, dann könnt ihr euch selbst da überzeugen, was es in den Büchern geht. Dann ein Buch von einer Autorin, die wir alle kennen, die Dystopien geschrieben hat, Jugendthriller und Erwachsenen-Thriller. Und dieses Buch ist ein Erwachsenen-Thriller. Und die Rede ist von Ursula Poznanski mit 5. Ich weiß nicht, wieso das Buch 5 heißt, weil irgendwie steht da nichts von 5. Es geht um Geocaching und was hat das mit 5 zu tun? Aber wer es gelesen hat, kann mir vielleicht sagen, ob die 5 da irgendwie eine wichtige Rolle spielt. Wer weiß, wer weiß. Das nächste Buch war bei meinen unschönsten oder unkreativsten Buchcovern dabei. Und ist hier auch wieder dabei, weil der Titel einfach total nichtssagend ist, muss ich ehrlich sagen. Und die Rede ist von Schmerz von Tom Pizzarelli. An sich das Cover finde ich sowieso hässlich. Und der Titel ist Schmerz, was soll uns das sagen? Schmerz. Bestimmt hat jemand Schmerzen in diesem Buch. Aber welche Schmerzen und was auch immer und was es um der Geschichte geht, sagt der Titel eigentlich nicht aus. Genauso wie beim nächsten Buch.
ein deutscher Autor, Kinder von Jürgen Seibold. Kinder, was soll uns dieser Titel sagen? Wenn der Titel vielleicht auch einen Zusatz hätte wie Kinder des Schreckens oder was weiß ich alles, gibt es so viele Möglichkeiten, das noch zum Ausbauen. Aber nur Kinder finde ich irgendwie langweilig, aber ich weiß nicht. Ich finde den langweilig, aber vielleicht ist das so, sollte das so sein. Das nächste Buch kennen bestimmt die wenigsten. Ich habe es auch nicht gekannt. Sind alles ungelesene Bücher. Und zwar von Nick Sagan, Das Ende. Wieder so ein Titel, Das Ende. Ganz einfach, es ist das Ende. Was soll uns der Titel denn bitte sagen? Dass auf jeden Fall irgendwas endet. Aber wir wissen nicht was. Bei dem nächsten Titel könnte man vielleicht darauf schließen durch das Cover, dass es um dieses Thema geht. Paul McEwan mit Spiral oder Spiral. Wie auch immer. Man kann aus dem Titel, aus dem Cover vielleicht herausnehmen, dass es irgendwie um einen Virus gehen könnte, aber aus dem Titel ehrlich gesagt nicht. Ich bin gespannt auf das Buch, wie es ist. Und das Beste an dem Buch ist eigentlich der grüne Buchschnitt. Ich liebe den grünen Buchschnitt. So, das waren meine neuen Buchtitel, die mir nicht so zusagen. Kennt ihr eines der Bücher? Habt ihr sie schon gelesen? Wie haben sie euch gefallen? Und welchen Buchtitel fandet ihr jetzt davon am unkreativsten? Schreibt mir das mal in die Kommentare, würde mich sehr interessieren. Hab ich euch ein paar Bücher davon schmackhaft gemacht? Wer weiß, oder die Cover. Ich drehe euch jetzt noch die besten Buchtitel ab oder kreativsten Buchtitel, die ich in meinem Bücherregal finde. Und dann war's das mit dem Video. Ich sag tschüss und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis dann.